Ludwig kam tatsächlich im Laufe seines Lebens immer wieder an den Rhein zurück. Einer seiner spektakulärsten Auftritte, den hatte er sicherlich im Mai 1815. Da ließ er hier am Mannheimer Paradeplatz mitten in der Innenstadt eine riesige Anzahl bayerischer Truppen aufmarschieren. Das Ganze war getarnt als Ehrung für seinen Vater, der seinen 59. Geburtstag feierte. Tatsächlich war es eine Machtdemonstration, denn dieser Landesteil hat zu dieser Zeit Baden gehört, nicht den Wittelsbachern. Ludwig wollte damit ein Zeichen setzen, denn parallel dazu, 600 Kilometer Luftlinie entfernt, tagten auf dem Wiener Kongress die Mächtigen, um die Landkarte Europas neu zu ordnen. Und Ludwig wollte ein Zeichen setzen, dass er die alte Kurpfalz wieder in Besitz nehmen wollte.